kurz festgehalten. Ich filme zwar nicht viel heute, aber dass du schon mal weißt, was Sache ist. Bei dem Projekt gibt es heute Wasserwechsel. Bei dem Projekt habe ich schon Wasserwechsel gemacht, da muss ich noch ein kleines bisschen mehr nachfüllen. Und bei dem Projekt werde ich heute auch Wasserwechsel machen, einfach nur zur Sicherheit. Besser ist das, ne? Denn mittlerweile laufen die Projekte schon einige Zeit und nun ja, ist dann doch mal Zeit jetzt Wasserwechsel zu machen. Und als nächstes ist Scheibenputzen angesagt. Das kennen wir alle schon. Ich zeige es trotzdem. Ich habe jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, ein Drittel rausgelassen hier. Bei dem anderen Becken, was ich vorhin gezeigt habe, bei unseren Born to be Wild, habe ich die Hälfte des Wassers rausgelassen. So, das mache ich jetzt in Ruhe eben allein hier fertig. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch zu Gesicht bekommen. Jetzt geht es hier einmal rundum um das Karussell. Pflanzen habe ich übrigens auch rausgeholt hier, abgeerntet. Das, ja, das war komplett zugewachsen, hatten wir letztes gesehen, beim letzten Update von dem Becken. Den Tieren geht es übrigens richtig gut, muss ich sagen. Total klasse, richtig vital. Ja, das ist schon eine tolle Sache, wie einfach das funktionieren kann. Ne? Weißt du noch, wann wir den Wasserwechsel hier gemacht hatten? Warte mal, ich lege mal den Schwamm da eben rein. Keine Bange, da passiert nichts. Wann war das? Am 5.10. Heute ist der 2.11. Also gut, einen Monat ist jetzt her, nachdem wir das gestartet haben. Ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, guck mal, die interessiert das gar nicht, du. Im Gegenteil, die freuen sich, weil da fällt jetzt viel Futter für die Tiere ab. Ich hoffe nur, dass jetzt noch, was heißt hoffe, jetzt ist sowieso schon erledigt. Ich habe auch aufgepasst, dass da noch keine Babys unterwegs sind. Ja, okay. Ihr kriegt Frischwasser in die Badewanne. Die Scheiben sind geputzt, tralala, da freut sich der Papa. So, ganz wichtig jetzt vor dem Wasserwechsel, also beziehungsweise bevor wir nachfüllen, müssen wir erstmal wissen, was drin ist. Ne? Was haben wir drin? 100, ja, etwas, ne? Moment, kleinen Moment, ich habe es gerade jetzt reingetunkt, also knapp 200 kannst du sagen. Ne? Knapp 200, also werde ich das auch so um den Dreh bei 200 bis 230 wieder ansetzen zum Nachfüllen. Da sollte man vorher wissen, was drin ist, ne? Nicht, dass man zu wenig oder zu viel anschließend nachfüllt. Das ist schon ganz wichtig. Okay. Ja, die Pflanzen wachsen prächtig, muss ich sagen, unter der Baumarktlampe. Ja, habe ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Aber was soll ich sagen? Ich bin echt zufrieden bis dato. Jetzt baue ich schon überall Türmchen hier, um noch filmen zu können. Ja, ich bin gerade hier am Rumräumen und nebenbei filme ich so ein kleines bisschen. Ich denke mal, das, was so mitzunehmen ist, nehmen wir mit. So, wir nehmen das Mineral GH+, ne? Kein KH. Denn das ist für die Bienengarnelen bzw. für die Weichwassergarnelen. So, jetzt hatten wir 200 gemessen. Wir geben jetzt ein bisschen mehr rein. Verdünnen das ja in dem Sinne oder mischen das, sagen wir mal so. Ne? So, nochmal 1, 2, 3, 4, sollte reichen. 4 gestrichene Löffel von diesem Messlöffelchen, ne? Kennt eigentlich jeder Aquarianer. So, okay, das heißt im Klartext, ich lasse das jetzt ein paar Minuten stehen. Bitte sofort zumachen, ne? Nicht erst an die Ecke stellen, was anderes machen, sofort zumachen, immer ganz wichtig. So, dann mache ich auch den Kanister zu hier und schüttel den schon einmal. Und wie gesagt, ich lasse jetzt ein paar Minuten stehen. Ich habe sowieso noch hier zu räumen und zu tun und zu machen. Dann, ich denke mal so 10 Minuten ungefähr, befülle ich das Ganze dann wieder. Also nicht das Ganze, sondern unser neues Projekt mit den Red Fancy Tiger nicht, sondern mit dem Galaxy Pinto Red der Linie oder von der Linie Skyfish. Wassermarsch, ja. So, dann fülle ich schon mal Wasser auf. Ich mache hier zig verschiedene Sachen auf einmal. Aber okay, irgendwie kriegen wir das schon so nach und nach gebacken. So, meine Lieben, es gibt frisches Wasser in die Wanne. Ja, das ist schon toll anzusehen, ja, wie die jetzt hier so unterwegs sind. Ne? Also denen gefällt das hier. Richtig klasse. Gut, Belichtung passt mal wieder nicht, aber auch nur wurscht. Das Filmen, wie gesagt, mache ich jetzt einfach mal nebenbei. Wir kommen jetzt zum nächsten Becken. Ja, hier haben wir das Ganze ja filterlos und ohne Bodengrund. Jetzt habe ich schon mal ein paar Pflanzen rausgeholt hier, weil das wächst sonst alles zu.
Ja, mir stellt sich jetzt nicht die Frage, sondern wir werden jetzt hier auch Bodengrund reinpacken. Warum? Vielleicht kannst du es sehen, dadurch, dass ich jetzt was rausgeholt habe, sind natürlich viele Feinpartikel vom Bodengrund, von dem ja, Schlamm in dem Sinne, aufgewirbelt. Und das ist natürlich nicht so schön. Ne? Gut, das könnte man jetzt absaugen und hast du nicht gesehen. Werde ich auch machen, zum Teil zumindest gleich. Warte, bis sich das ein bisschen abgesetzt hat. Und dann werde ich doch Soil reinpacken hier, also auch Bodengrund. Aber ich meine, interessant gesehen zu haben, dass das Ganze halt auch ohne Bodengrund funktionieren kann. Nur wie gesagt, Thematik sauber machen ist da nicht so der Burner, weil wir haben ja keinen Filter hier drin. Dann soll sich das in den Bodengrund absetzen, dann kann man das bei gegebener Zeit mal absaugen. Mit einer kleinen Glocke, hatten wir damals auch schon mal selber gebaut, so ein ganz kleines Ding. Wenn es denn mal notwendig ist, weil in der Thematik ist das jetzt halt hier mit dem Mulm dann nicht so der Burner. Ne? Definitiv. Okay, das werde ich jetzt gleich machen, aber erstmal warte ich einen kleinen Moment und wie gesagt, weiß Bescheid, ne? Okay. Den Bodengrund habe ich abgesaugt und circa ein Drittel Wasser raus und jetzt packen wir hier ein bisschen Zeug rein. Wie gesagt, das ist dann einfacher, das sauber zu halten, das ist halt so, ne? Der Versuch ist insofern geglückt, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock hier ständig den Bodengrund abzusaugen. Ne? Wenn ich hier mal irgendwie so ein bisschen drin rumwurschtel oder so oder meine Garnele rausfange, weil das ist mir dann doch, ich sag mal, zu viel Zeit vertan. Ne? Auch hier kommt nur ein bisschen Bodengrund rein, also keine riesengroße Menge, sondern so, dass der Boden halt gerade bedeckt ist, ne? Wie wir das schon kennen von den anderen Aquarien. Aber so ein bisschen ist dann doch ganz gut, dann bleibt der Mulm dann nämlich unten drin und schwirrt uns nicht hier durch die Gegend. So, okay. Ja, man hat immer so ein bisschen Bammel davor, wenn man das macht, so jetzt, ne, dass man die Garnelen verschüttet, dann brauchst du keine Angst haben. Die hauen dann schon ab. So, ich mache das jetzt erstmal grob und nachher muss ich mal gucken, wenn sich das so ein bisschen geklärt hat, wo ich dann noch was hingebe. Das sehe ich dann gleich. Wir befinden uns jetzt auf einer Zeitreise. Wir sind jetzt 24 Stunden später. Das Wasser ist glasklar. Den Tieren geht es richtig gut. Ach, das macht dich Spaß zu filmen, wenn man so klare Aufnahmen hinbekommt. Tolle Sache, muss ich sagen. Also es hat sich dann doch gelohnt, hier mal scharfstempelte den Bodengrund einzufüllen. So, okay, also hier haben wir klares Wasser, den Tieren geht's gut. Allerdings gibt es auch etwas, was nicht so gut ist. Es ist noch ein kleines Experiment, da sind wir noch nicht so weit, aber sehen wir später dann. Auch hier alles okay, den Tieren geht's gut. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob jetzt schon Babys gekommen sind oder nicht. Gucke ich gleich in Ruhe. Ja, aber es gibt etwas Unerfreuliches, wo ich jetzt dem auf den Grund gehen möchte. Achso, warte mal, eins vorab noch, ganz kurz. Ganz kurz. Wir haben ein paar neue Pflanzen. Tada! Die stehen jetzt gerade mal hier im Osmosewasser, jetzt seit 5 Stunden ungefähr. Ich möchte das erstmal beobachten, ob hier irgendwas rumkrabbelt oder so, bevor ich dann ja, die Sachen ins Becken setze. So, da bin ich heute auch nicht handzuzimperlich. Aber, pass mal auf, dann gehen wir nämlich jetzt mal hier unten hin zu unserem Spezibecken. So, hier sind nämlich ein paar Tiere verstorben und das ziemlich hintereinander. Man kennt das ja, ne? Ab und zu stirbt mal eins, das wird aufgefressen, okay, ist dann soweit. Aber dieses Mal zeigt sich das Ganze anders. Die Tiere sind sehr ruhig unterwegs hier. Stellenweise harren sie sogar aus, was also nicht arttypisch ist für die Garnelen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal eine finde. Na, jetzt gerade nicht so wirklich. Auf jeden Fall sind die jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 oder 7 hintereinander verstorben. Die Garnelen gehen da auch nicht dran, also die fressen die nicht auf, was sie ja normalerweise machen. Ist ein Zeichen dafür, dass sie übersättigt sind und voraussichtlich ja, keinen Appetit haben und oder aber schon andere Garnelen gefressen haben und deswegen einfach satt sind. So, was ist hier passiert? Was habe ich gemacht? Also es gab hier einen Wasserwechsel. In dem Zuge habe ich die Schwammfilter sauber gemacht. Das ist, kann aber eigentlich nicht der Grund sein, dass das Becken nicht mehr funktioniert. Es gibt aber noch einen Fakt, und zwar hatte ich hier diese, ich habe sie noch an der Seite liegen, die sind ja eigentlich so, warte mal, ich zeige es. Was soll ich groß rumquatschen? Am besten ist, wenn man es zeigt. Ich muss mal eben gucken, irgendwo hier vorne stehen die rum. Ja, genau, pass mal auf. Und zwar sind da diese Behälter drunter gewesen, die habe ich abgemacht. Und da ist so ein, ja,
so ein, ach, wie nennt sich das, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das abgemacht und ich gehe jetzt davon aus, dass ich dadurch die ganze Biologie gekippt habe. Denn hier werden überwiegend die Bakterien sich entwickelt haben, die dafür gesorgt haben, dass das hier so gut funktioniert hat. Und ja, ich habe es einfach abgemacht, habe mir nichts bei gedacht, weil ich dachte, ne, bei den anderen Becken läuft es ja auch ohne. Also warum soll ich das noch länger drin lassen? Ist ja nicht notwendig. Und ich vermute, dass dadurch ja die Biologie in dem Sinne, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, nicht mehr funktioniert hat. Dass ich das erst wieder einspielen muss und das dauert halt eine gewisse Zeit, wie wir wissen. Das heißt im Klartext, ich werde jetzt mal die Werte checken, wie die aussehen. Hier können wir jetzt mal eine sehen zum Beispiel, ne, die hart da mehr oder weniger aus, eine andere da hinten auch. Also die haben nicht so, ja, sind apathisch, kannst du sagen, fast. Ne? Also ich gehe fast davon aus, dass das der Fakt war, dass ich das einfach rausgeholt habe, Wasserwechsel gemacht habe und die Schwammfilter sauber gemacht habe. Wobei ich die Schwammfilter natürlich im Wasser, im Aquariumwasser sauber gemacht habe, wie man das so kennt. Aber ich glaube, das hier wird der Fakt sein, der dazu geführt hat, dass hier plötzlich das Ganze nicht mehr funktioniert. Klartext, ich werde erstmal die Werte checken. Jetzt bin ich etwas enttäuscht. Ja, warum? Weil ich nicht auf den Grund komme. Aber es gibt was Positives, also Ammonium ist nicht drin, Nitrat ist nicht drin und Nitrit ist nicht drin. Ich habe dieses Mal eine Referenz genommen, und zwar habe ich Osmosewasser genommen und das gleiche dort auch reingefüllt, dass wir auch sehen können, dass das halt identisch ist. Ne? Aquariumwasser, Osmosewasser, also nichts drin. Tja, woran kann das denn dann jetzt liegen, dass die hier so apathisch sind und ein paar Tiere dahingegangen sind? Weil so kenne ich den Trupp nicht. Eigentlich sind die immer voll agil gewesen. Ja, also, wir haben auf jeden Fall nichts, was in dem Sinne schädlich ist. Das heißt im Klartext, was ich jetzt noch machen könnte, ist ein Kupfertest. Was aber eigentlich nicht sein kann, theoretisch. Ja, aber man ist ja, ich sag's mal so, man macht ja auch Fehler, ne? Ja, Frau vielleicht auch manchmal, aber man dann schon mal eher. Und vielleicht habe ich mir die Hände nicht richtig gewaschen vorher. Oder habe ich vielleicht das falsche Mineralsalz genommen? Hör mal auf, ich werde mal weiter checken. Mal gucken, ob ich dem Ganzen noch auf den Grund komme hier. Jo, denen geht's richtig gut hier. Och, sind sie abgehauen. Gerade waren sie alle hier. Da oben schwimmt gerade einer. Da, tada. Ja, ich bin noch nicht auf den Trichter gekommen, was da Sache ist. Von daher gehen wir da jetzt nochmal kurz hin. Und checken mal weiter. Ich hoffe, dass wir noch, ja, ein Ergebnis bekommen. Weil ohne Ergebnis ist immer ein bisschen blöd, ne? Weil man will ja auch wissen, was Sache ist. Also, guck mal, wie schön die Monstera sich entwickelt. Tolle, klasse Sache. Tolle, klasse Sache. So, ich habe da schon was hingestellt für den Fall dessen. Pass mal auf. Also, ich glaube, hier brauche ich gar nicht zu warten. Kupfertest, da kommt nichts. Ich müsste zwar noch 10 Minuten warten jetzt, also insgesamt 15. Aber ich denke mal, da wird sich nichts tun. Wäre auch ein Wunder, wenn hier Kupfer drin wäre, weil wir haben ja keine Kupferleitung. Und da wir ja Osmosewasser verwenden, kann das eigentlich nicht sein. So, am Osmosewasser kann es auch nicht liegen, weil dann wäre es bei allen Becken so. Aber was wir checken können, ist jetzt mal eben den pH-Wert. Da sehen wir so schon. Also, ich habe das richtige Mineralsalz genommen, denn ansonsten wäre der pH-Wert nämlich höher. Wie sieht der Mikrosiemenswert aus? Kriegen wir den hin? Ja, kriegen wir tatsächlich. Wir liegen knapp bei 220. Also das ist auch okay. Also daran kann es auch nicht liegen. Ist gar nicht so einfach, bin ich ganz ehrlich. Wenn mal was nicht in Ordnung ist, auf den Trichter zu kommen, was da Sache ist. Aber irgendwas ist hier passiert. Ich weiß aber nicht, was da... Ah, ich sage dir, du. Und glaub mal, ich bin nicht der Einzige, dem sowas passiert. Das weiß ich sogar von Züchtern, dass denen das auch passiert. Ne? Die dann auch ja, schlussfolgerisch einfach das Becken platt machen und neu aufsetzen. Ne? Aber ich möchte es dann doch lieber retten, bevor ich alles rausschmeiße und komplett neu mache. So, okay, also was machen wir jetzt? Ich überlege mal. Ich glaube, so weit können wir jetzt gar nichts mehr machen. Also jetzt messen in dem Sinne, das bringt nichts. Also ich brauche jetzt auch nicht Eisen nachmessen, dass hier zu viel Eisen drin wäre. Oder hast du nicht gesehen. Das Wasser ist insoweit okay. Ja, aber irgendwie haben sie die Umstellung nicht gepackt, dass ich das hier rausgeholt habe und alles gleichzeitig gemacht habe. Also Wasserwechsel, Schwämme sauber gemacht und dann halt diesen Bio, das Biofilterzeug da unten drunter einfach weggenommen habe.
Aber wie gesagt, es ist nichts drin. Ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber okay. Wie gesagt, das Phänomen kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal Garnelen hatte. Das Wasser fängt an klar zu werden, interessanterweise. Warum, weiß ich auch nicht. Ist so, ne? Manchmal gibt es Phänomene, die kann man nicht unbedingt erklären. Auf jeden Fall ist die Paarung, schwimmen das schon mal ganz gut. Dann kann die Population auch wieder größer werden. Ja, okay. Nee, da tut sich nichts. Da wird sich nichts verändern, definitiv nicht. So, also, welche Möglichkeiten haben wir noch, um den Tieren zumindest etwas Gutes zu tun? Was für eine krasse Farbe der Kandidat hat. Holla, die Waldfee. Ja, einmal kurz nochmal. Sich freuen. Ist so. Mann, mich ärgert das. So, jetzt haben wir nämlich noch was. Und zwar habe ich vor kurzem Eichenblätter reingelegt. Ne? Jetzt könnte man vielleicht denken, okay, vielleicht war das Eichenblatt nicht in Ordnung. Aber ich sag's mal so, ich habe die Eichenblätter alle unter demselben Baum gesammelt, auf derselben Fläche im Prinzip, ne, also nicht weit verstreut. Und ja, also daran kann es nicht liegen, weil alle, die haben auch ein Eichenblatt, alle haben ein Eichenblatt bekommen, also daran kann es auch nicht liegen. Weil das wäre jetzt, wenn man so ein einzelnes Becken hätte, könnte man denken, vielleicht war an dem Eichenblatt irgendwas dran. Ne? Aber wie gesagt, alle haben Eichenblätter bekommen hier, also das kann es auch nicht sein. So, aber was können wir machen? Wir können Huminstoffe dazugeben, ne, durch Erlenzapfen, kennt jeder eigentlich, ne? Da habe ich noch jede Menge von. Ich würde aber gerne was anderes ausprobieren. Wir haben ja Walnussblätter, die übrigens auch sehr gut sein können in dem Sinne, für die Garnelen. So, und das haben wir hier angesetzt am 7.10. mit Osmosewasser. Und wir hatten ja auch schon mal Checks gemacht hier mit dem Wasser. Und da ist also auch nichts drin, was irgendeine Art und Weise schädlich ist. Im Gegenteil, das Wasser könnte den Garnelen vielleicht helfen. So, und das werde ich nämlich jetzt ausprobieren tatsächlich. Das heißt, ich werde das Wasser, Mengenverhältnis müsste passen. Ja, das ist okay. Das werden wir jetzt nämlich hier mal reingießen in die, ja, ins Aquarium. Überlaufen wir jetzt dann ja wohl nicht, ne? Ja, mit Rundglas ist so eine Sache, weil siehst du, das läuft unten runter, ne? Deswegen über dem Aquarium und nicht neben dem Aquarium her gießen. Also sowieso, klar, ne? Das Wasser ins Aquarium, aber ich meine jetzt das Glas außerhalb halten, denn dann läuft dir die Suppe auf den Teppich oder auf dem Parkett oder Fliesen oder whatever, ne? So, ich gieße das jetzt einfach rein hier. Ich gehe davon aus, dass das also vielleicht, also er geht davon aus und sagt vielleicht, ne? Ich weiß es nicht, ich teste das jetzt aus. Ich beobachte die Tiere dann jetzt eine Zeit lang und sollte sich irgendwas zeigen, dann mache ich schnell einen Wasserwechsel. Ne? So, okay, dann kommt die Suppe hier rein. Die Blätter erstmal nicht. Den Blatt haben sie noch. Da liegt noch ein Stück. Ne? Hunger haben sie ja sowieso nicht und da kommt auch erstmal kein Futter rein. Ich hatte auch gestern und vorgestern nur ganz bisschen Futter reingemacht, weil ich schon dachte, okay, die haben keinen Hunger, also lass mal lieber das mit dem Füttern. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie die jetzt auf die Zugabe von dem Walnussblattwasser reagieren. Ob sie gleich alle rumhüpfen oder springen oder rausspringen oder whatever. So, da warten wir jetzt ab. Also das machen wir jetzt noch nicht. Erlenzapfen kommen noch nicht rein. Klar, Huminstoffe sind immer gut in solch einem Fall, logischerweise. Aber ich wollte das jetzt doch mit dem Walnussblatt ausprobieren. Ja, okay. Ich warte jetzt ein bisschen ab. Ich kann hier noch ein bisschen was machen. Das eine oder andere Becken muss ich noch Wasserwechsel machen. Und dann vertrödel ich mir die Zeit jetzt erstmal hier, bevor ich dann in dem Sinne, ja, gucke, was sie so machen. Ne? Ja, die Muschelkrebse, denen geht's gut da unten. Zumindest merken die schon mal, dass irgendeine Veränderung hier stattgefunden hat. Ne? Ist so. Ja, also ich werde hier auf jeden Fall auch einen einen Lufthebefilter hier reinbauen. Das ist, steht definitiv fest. Besser ist das. Bei unserem Born to be Wild sieht soweit okay aus. Der frisst da gerade eine Haut. Da hinten turnt auch einer rum. Die anderen sind hier, irgendwo im Moos unterwegs. Hier vorne sitzt, glaube ich, irgendwo einer. Da. Ja, Moment, ich stelle mal eben scharf. So, blub. Den geht soweit gut. Hier gab es auch Wasserwechsel und ich habe jetzt auch nochmal aufgefüllt. Man sieht auch schon, dass es wesentlich klarer jetzt das Wasser. Ne? Ja, okay. Oh Mann, ich bin echt mal gespannt. Ich habe jetzt gerade Licht ausgemacht, weil mir sonst das andere Licht zu sehr gespiegelt hätte. Ja, das bringt ja nur auch nichts. Ne?
Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Es nimmt mich jedes Mal mit. Also ich kann das nicht ab, aber nutzt alle nichts, da muss man als Garnelenhalter auch durch. Ne? Das soll es für heute Abend erstmal gewesen sein. Unsere Fischis wollen was zu futtern haben, deswegen touren die ganze Zeit hier rum. So, ich mache jetzt meine Abendroutine hier, füttern und nochmal checken, was Sache ist. Bei dem einen oder anderen Becken mal nochmal Wasserwechsel machen, wie bei jetzt zum Beispiel unserem filterlosen Aquarium, was auf dem Regal steht. Und ja, der Film ist auch noch nicht zu Ende, denn wir wollen ja gucken, wie es weitergeht. Das heißt, im Klartext, morgen früh checke ich das Ganze dann, beobachte das, auch heute Abend natürlicherweise. Und morgen früh werden wir dann mal sehen, also ich dann sehen, was Sache ist. Ne? Aber es nutzt jetzt auch nichts, nochmal Wasserwechsel zu machen, weil wir haben gesehen, also an den Inhaltsstoffen liegt es nicht, da ist irgendwas passiert. Ich bin mir aber nicht schlüssig, woran es liegt. Ja, es ist nicht so einfach, das rauszubekommen. Ne? Jetzt tun sie da alle rum. Ja, ihr kriegt jetzt Futter. So, also, da sollte man schon drauf achten, wenn die Tiere plötzlich so apathisch rumhängen oder rumsitzen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Aber da auf den Trichter zu kommen, woran das jetzt liegt, das ist nicht so einfach. Ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal füttern hier. Dass die nicht so lange warten müssen. Und es geht gleich auf jeden Fall für uns hier weiter. Einen Tag später geht es munter, fröhlich weiter. So, ich will den Film mich jetzt beenden, damit ich einen neuen anfangen kann. Sonst hampel ich hier so lange rum. So, wie sieht es jetzt heute aus hier? Ich würde sagen, geht so. Ist jetzt nicht so, dass die hier bombastisch unterwegs sind oder so. Immer noch so ein bisschen tranig. Ich habe heute auch noch mal, ich glaube, drei Tiere noch mal rausgeholt, die eben nicht mehr da waren, nicht mehr schwimmen wollten in dem Sinne. Ansonsten keine Veränderung habe ich hier gemacht oder so, seitdem wir das gemeinsam gemacht haben hier. Ja, also ich komme auch nicht wirklich auf den Nenner, was hier nun tatsächlich passiert ist. Das ist so, und dann machst du ja nichts. Aber ich bin ja schon mal ganz froh, dass es den anderen soweit gut geht. Ne? Müssen wir jetzt weiter abwarten, das sehen wir dann an der nächsten Filme, wie das dann aussieht. Ob wir es geschafft haben, sie zu retten oder nicht, oder was hier. Ne? Vielleicht hast du ja auch eine Idee, woran es noch gelegen haben könnte. Auf jeden Fall, wollen wir mal gucken. Wollen wir einfach mal gucken. Anders kann ich ja jetzt auch nichts machen. Was ich jetzt aber noch machen werde, also siehst du wohl, das wollte ich nämlich gesagt haben. Jetzt habe ich Piepsen auf den Ohren. Alter, was ist denn jetzt los? So, pass mal auf. Wir haben hier noch unsere Erlenzapfen im Karton. Ne, da werde ich jetzt einfach ein bisschen was reinschmeißen. Das haben wir hier 5 Stück. Ja, das sollte ausreichen. Die werde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen verteilen. Und dann ist das jetzt mehr oder weniger die nächste Maßnahme, die ich ergreife nochmal. Also hier jetzt mal mit Huminstoffen tatsächlich was zu machen. Wasserwechsel, wenn denn morgen. Ne? Ich warte jetzt noch einen Tag ab, also eine Nacht und einen Tag. Und morgen Abend entscheide ich dann, ob wir hier nochmal eingreifen oder nicht. Ja, ich muss sie einfach beobachten, nutzt alle nichts. Ne? Die hängen da wie eine Seile, du. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ja, ich bin schon ganz weit weg wieder. So traurig wie das ist, aber das ist eine Erfahrung, die man ja mal mitnehmen wird vielleicht. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man die Becken alle separat filtert. Ne? Nicht alles in einem Kreislaufsystem hat, weil wenn irgendwas mal passiert, dann hast du es gleich überall. Ne? Und deswegen ist dann doch besser, wenn man alles separat betreibt. Woran es nur endletztlich liegt, ich bin mir nicht sicher, ich schließe es darauf zurück, dass durch die Veränderung des Filters, dass ich dieses Medium rausgenommen habe, dadurch vielleicht irgendwas, aber ist ja eigentlich auch Blödsinn. Ne? Ich meine, wenn nichts drin ist an weder Ammonium noch Nitrit noch Nitrat, kann das ja eigentlich nie sein. Oder was für Stoffe haben sich vielleicht jetzt in irgendeiner Art verändert, dadurch, dass das rausgekommen ist, das weiß ich nicht. Das ist doch sehr interessant auf jeden Fall. Oder habe ich einmal nicht aufgepasst? Tja. Das kommt mir eher naheliegender, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also ich bin schon so, dass ich immer
Mein Hände wasche, bevor ich anfange zu arbeiten, hier jetzt gerade noch nicht, solange ich ihn nicht irgendwo reinpacke. Aber sobald es dann ins Wasser geht oder um Futtermittel oder sonst was, dann wird auf jeden Fall vorher gewaschen, die Hände gewaschen. Mir ist gerade durch den Kopf geschossen, aber der ist wieder durchgeschossen, alter Schwede. Was war noch? Ja, wie gesagt, Hygiene, irgendwas ist da vielleicht schief gelaufen. Der Filter vielleicht. Ja, ist jetzt auch blöd, dass wieder. Ne? Immer dann, wenn man gerade eine Veränderung gemacht hat, dass es dann passiert. Ne? Aber durchaus denkbar. Gut, ich habe natürlich auch viel rumgewurschtelt in dem Becken. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas angefasst zwischen dessen, ich da gearbeitet habe. Da muss ich mal versuchen, den Film rückwärts laufen zu lassen im Kopf, um vielleicht mal in Erfahrung zu bringen, was ich angefasst haben könnte, was dazu geführt hat, dass das jetzt so passiert ist. Okay, also macht schon viel, wo kann sagen, macht nichts. Doch, das macht schon was, auf jeden Fall. Das ist, ja, es ärgert einen. Das ist halt so, ne? Machst du nichts. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich bin nämlich thematisch jetzt gerade schon im anderen Film. Ich habe heute ganz viel gemacht hier drin schon. Bin auch ehrlicherweise schon kaputt, aber das wollte ich auch nochmal abgefilmt haben, weil morgen gibt es wieder andere Sachen zu tun. Und deswegen eins nach dem anderen. Ja, okay, das Becken wird jetzt gleich hier verschwinden. Das kommt erstmal weg. So, okay. Also wie gesagt, es passieren manchmal Sachen und dann steckt man nicht wirklich drin. Man kann Vermutungen anstellen, weil man kann ja nur auch nicht wirklich alles nachmessen. Ne? Insbesondere, wenn jetzt irgendein Schadstoff reingekommen ist, diesen Schadstoff in irgendeiner Art und Weise nachmessen zu können. Das gibt es ja leider nicht. Ne? Sonst wäre das nochmal, ja, in der Recherche etwas einfacher. Aber das, was wir so ermitteln könnten in dem Sinne, da finde ich jetzt nicht wirklich einen Anhaltspunkt. Ne? Also letztlich komme ich dann doch wieder auf die Hände zurück. Tja, so ist das. Dumm gelaufen. Ja, okay.